Ciao ragazzi, servus Freunde vom Mi Piace. Wir sind heute extra früh aufgestanden, hinausgefahren ins St. Marxer Viertel, das so einen gewissen Industrial and Hightech Flair hat, weil wir nämlich unsere neueste Hightech Rakete mitgenommen haben, die brandneue und in Österreich auch erste Piaggio MP3 530 HPE Exclusive. Im Jahr 2005, Dezember 2005, wurde von Piaggio auf der Bologna Motor Show der erste Roller mit zwei Vorderrädern vorgestellt und im Jahr 2006 dann auf den Markt gebracht, die Piaggio MP3. In diesen 16 Jahren wurden insgesamt über 230.000 Stück von diesem Roller verkauft. Auf 4 Kontinenten und in 40 Ländern eine Erfolgsgeschichte für Piaggio. Für Piaggio gab es zwei Gründe, um einen Roller mit zwei Vorderrädern zu konstruieren. Punkt Nummer 1, Fahrbarkeit eines Rollers auch über 125 Kubikzentimeter mit dem B-Führerschein. Dieser Roller und ihre Schwestern sind mit dem Autoführerschein fahrbar, ohne einen Zusatz, ohne nichts, aufsteigen, fahren. Der zweite Grund für Piaggio war die Erhöhung der Sicherheit. Zwei Räder an der Vorderachse garantieren, dass das Vorderrad nicht wie bei dem Motorrad einfach wegrutschen kann und man liegt auf der Pappen, sondern diese beiden Vorderräder können maximal untersteuern und schieben wie bei einem Auto. Man sieht also insgesamt, dass der Fokus der Entwicklung bei Piaggio eindeutig bei Autofahrern lag. Leuten, die dem Stau entkommen wollen und auf einen Roller steigen wollen, ohne auf gewisse Sicherheitsfeatures verzichten zu müssen. Diese brandneue Piaggio MP3 wird es in drei Varianten geben. Die Piaggio MP3 400 als Basismodell, die 400er Sport mit einer verbesserten Upgraded Ausstattung und wir haben hier das Flaggschiff der Piaggio Flotte. Das ist die Piaggio MP3 530 HPE exklusiv, die wirklich mit allen Features vollgestopft ist, würde ich fast sagen, die verfügbar sind und wir kommen noch auf alle Details zu sprechen. Und sie hat einen neuen Motor bekommen, einen 530 Kubikzentimeter Einzylinder mit 44,1 PS. Die 400er bringt 35,3 PS, ein Motor, der allerdings auch sehr gut geht und ich werde unseren Test noch im alten Modell, aber mit dem neuen 400er Motor für euch verlinken. Gewichtsmäßig gibt es auch Unterschiede. Die 400er bringt 260 Kilo auf die Waage, die 530er 280 Kilo, was eine leichte Reduktion zum alten Modell ist, aber immer noch doch eine ordentliche Portion. Es braucht sich aber wirklich niemand jetzt zu schrecken vor dem Gewicht, denn zu fahren ist die Piaggio MP3 wirklich einfach und angenehm, agil im Handling und man hat nie das Gefühl, auf einem Dickschiff zu sitzen. Die Piaggio MP3, insbesondere das Modell 530 HPE exklusiv, ist vollgestopft mit Hightech-Features und diese Hightech-Features erlauben es dem Fahrer oder der Fahrerin einfach leichter mit einem großen Roller umzugehen. Wie ihr seht, steht die Piaggio MP3 einfach hier auf dieser riesigen Fläche ohne umzufallen. Sie fällt deswegen nicht um, weil durch einen elektromechanischen Mechanismus die beiden Vorderräder arretiert werden können
und so nicht in eine Schräglage fallen. Sobald man den Roller in Bewegung setzt, wird diese Arretierung elektrisch wieder zurückgenommen und der Roller kann sich in der Neigung bewegen. Das Gewicht dieses Rollers kommt zu einem großen Teil natürlich durch die extrem aufwendige Vorderachskonstruktion zustande. Zwei jeweils einzeln aufgehängte Räder über eine Parallelogrammkonstruktion miteinander verbunden. Jedes dieser beiden Räder hat natürlich seine eigene Bremsanlage. Apropos Bremsen, ja, dieser Roller ist extrem gut zu bremsen, zusammen zu stauchen. Man kann voll in die Eisen hineingehen. Deshalb, weil die beiden Räder auf der Vorderachse enorme Stabilität beim Bremsen garantieren und man auch hier nicht das Gefühl hat, dass das Vorderrad irgendwie wegrutschen könnte. Man fährt wie auf Schienen, geht voll in die Eisen. Also die Bremsfähigkeit dieser Piaggio MP3 ist wirklich phänomenal. Sicherheit, Riesenthema bei Piaggio. Vielleicht noch einmal kurz zu den Bremsen. Wir haben vorne zwei 258 mm Bremsen, hinten eine 240er Scheibe, natürlich mit ABS. Wir haben natürlich auch ein ASR, eine Anti-Schlupfregelung auf diesem Roller, weil er doch einiges an Drehmoment, nämlich 50 Newtonmeter bei 5250 Umdrehungen pro Minute auf das Hinterrad losgelassen werden. Wir haben hinten ein 14-zölliges Rad und vorne zwei 13-zöllige Räder. Eine weitere Besonderheit dieser MP3 ist das CBS Braking System. Das ist ein Combined Braking System und bedeutet, dass über ein Fußpedal sowohl die Vorderbremsen als auch die Hinterbremse betätigt werden können. Worauf der Herr der Ringe oder auch der Benzfahrer, der Fahrer mit dem Propeller, nicht verzichten will, ist natürlich ein Tempomat. Und auch daran hat Piaggio gedacht. Und die MP3 530 habe ich exklusiv mit einem Tempomaten ausgestattet. Aktiviert wird der Tempomat über einen kleinen Hebel auf der linken Bedieneinheit. Und man kann hier jetzt im Display sehen, dass der Tempomat aktiv ist, und zwar bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h. In dem Zusammenhang auch wichtig zu erwähnen, dass diese MP3 mit einem Drive-by-Wire-System ausgerüstet ist. Das heißt, es gibt kein Stahlseil, das an einen Vergaser geht. Es gibt einen elektronischen Impuls, der an den Computer weitergeleitet wird. Ein weiteres super Feature, jedem Autofahrer mittlerweile bekannt, ist das Keyless Go Verriegelungssystem dieser Piaggio MP3. Der Schlüssel ist bei mir in der Hosentasche. Komm her, sie wird mich erkennen. Ich drücke kurz auf den Knopf. Das Display erwacht fröhlich. Ich drehe die Zündung auf. So, da ist sie schon und starte sie. Ein kleines Detail, das vielleicht nur MP3-Fahrern auffallen wird, der Verriegelungshebel wurde verändert. Er ist jetzt etwas weiter weg vom Griff. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es eine Plastikabdeckung, die ganz offensichtlich dazu da ist, den Verriegelungshebel nicht unabsichtlich
zu betätigen, um die Arretierung zu lösen. Diese Piaggio verfügt über drei Modi: Sport, Komfort und Eco, also wirklich selbsterklärend, und ihr könnt euch jetzt ausdenken, welchen Modus ich am liebsten einschalte. Wir haben jetzt momentan den Eco-Modus drinnen, der zeigt uns auch den Verbrauch an. Wir haben als zweites den Sport mit einer eigenen Grafik, die Leistungskurve anzeigt, und wir haben als dritten Modus Komfort. So, jetzt sind wir noch einmal bei den Auto-Features, weil diese MP3 hat einfach verdammt viele Features, die eigentlich nur in Autos eingebaut sind. Hier hinten haben wir eine Radaranlage, ein Überlebensradar. Und dieses Radar geht in einem Winkel hinter der MP3 hinaus auf eine Distanz von ungefähr 30 Meter und warnt den Rider, falls sich ein Fahrzeug schnell seitlich annähert. Reden wir mal über das Design, und das Design hat sich sehr, sehr stark verändert, finde ich zumindest. Sie hat ein neues Windshield bekommen, es hat eine neue Form, es ist nicht verstellbar, aber sehr hoch, so geformt, dass es zwar seitlich, also relativ schmal ist, man spürt aber, dass der Windflow komplett über den Fahrer drüber geht. Bei mir ist das zumindest so. Die Lichter sind voll LED ausgeführt. Vorne diese Air-Inlets schauen also eher Formel 1 mäßig aus. Hier sogar mit einem angedeuteten Spoiler. Was mir allerdings gefällt, ist, dass die Front insgesamt kürzer geworden ist als bei der alten MP3, und ich finde, dass sie einfach dynamischer ausschaut. Super cool ist auch das Design der Felgen in diesem Bronzeton mit diesem Akzent in Bronze gehalten. Mir gefällt's. Ja. Also man wird sehen, wie viele Vespas dann auch diese Felgen drauf haben werden. Piaggio hat nicht nur optisch im vorderen Bereich Masse weggenommen, sondern das Lustige ist, dass man auch beim Fahren das Gefühl hat, dass Masse weggenommen wurde. Offensichtlich hat Piaggio die Geometrie der Vorderachse verändert. Man hat ein wirklich sehr, sehr präzises Fahrgefühl. Man kann die Bewegungen der beiden Räder nicht in den Lenker hineinspüren. Man fährt die Piaggio MP3 530 einfach wie einen großen, luxuriösen GT-Roller. Wir haben also einen starken optischen Akzent vorne, der zwar in der Masse reduziert wurde, aber was mir besonders gut gefällt, ist, dass die MP3 hinten leichter geworden ist und einen tollen Flow drinnen hat, die sie für mich irgendwie zu einem Luxus-Spaceship im urbanen Raum macht, und das ist sie ja letztendlich auch irgendwie. Ein Luxusauto auf zwei bzw. drei Rädern. Man sieht dann, dass das Heck in einer aerodynamischen Form endet. Die Rückleuchten sind auch in LED ausgeführt. Oberhalb des Radarsystems sitzt eine Kamera. Da sind wir schon wieder beim nächsten Hightech-Special dieser MP3. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Aber momentan sind wir noch kurz beim Design. Also alles in LED. Hier sieht man, was würde ich hier sagen? Das ist ein Diffuser. Ja? Das ist also wie bei einem Formel 1 Auto, um den Airflow zu lenken. Ob es jetzt ein Gadget ist oder echt funktioniert, sei es einmal dahingestellt, aber es schaut super aus. Das Must-Have der Saison, natürlich eine Kennzeichenhalterung unten wie bei einem Custom-Bike. Geschmackssache, also mir gefällt es. Ich finde, es schaut einfach super aus.
Wer die MP3 für längere Zeit sicher abstellen will, der kann sie auch aufbocken. Und ich wollte euch das einfach zeigen, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, dass diese Rolle einfach sehr einfach handhabbar ist. Man steigt einfach hinten drauf auf den zentralen Ständer und hebt sie in einem Zug hinauf. Wir haben noch eine Attraktion für euch. Diese Piaggio MP3 verfügt über einen Rückwärtsgang und nicht nur das, auch über eine Kamera im Heck, die mir zeigt, wohin ich im Rückwärtsgang fahre. Und das werden wir euch jetzt einmal zeigen, wie das funktioniert. So, die Funktion ist wie folgt: Man schaltet den Retourgang elektrisch zu, angetrieben wird sie jetzt über den Starter selbst und bedient wird der Rückwärtsgang durch den Starter-Knopf. So, jetzt werden wir mal schauen, wie das funktioniert. So, ein weiteres technisches Ausstattungsdetail dieser Piaggio MP3 ist natürlich das 7 Zoll DFD-Display, das im Übrigen sehr, sehr gut abzulesen ist. Das Display ist konfigurierbar, das heißt, jede Oberflächendarstellung kann sowohl in Grafik als auch in Farbe unterschiedlich dargestellt werden. Klarerweise ist dieser Roller mit dem Mobiltelefon verbindbar. Es muss dazu die Piaggio Mia App heruntergeladen werden. Das ist einmal kein Problem, man muss sich aber anmelden bei der App selber, seine Daten eingeben und dann auch bestätigen. Das ist einmal das, was mit dem Handy gemacht werden muss. Das Koppeln des Mobiltelefons via Bluetooth ist dann eigentlich sehr schnell gegangen. Ein kleiner Pro-Tipp: Man findet die Einstellungen im Konfigurationsmenü des TFT-Displays. Ist das einmal alles gemacht, Bluetooth steht, Handy-App drauf, öffnet man die App und kann dann eben alle Funktionalitäten der App auf dem Display durchführen. Was haben wir alles? Wir haben Navigation. Die Navigation passiert über die App selber und nicht zum Beispiel über Google. Wir haben Musik, man kann sich Musik, Spotify abspielen, anhören und auch steuern über das Bedienelement auf der linken Seite. Telefonie, klarerweise, man kann ein Telefonat führen, man kann es annehmen, man sieht auch, wenn man etwas verpasst hat. All das ist mit der App und dem Mir-System in der Piaggio MP3 530 möglich. Ich persönlich finde die App eigentlich witzig, weil sie nämlich auch alle deine Fahrten aufzeichnet und man hat dann eine Liste aller Trips, die man durchgeführt hat. Zusätzlich hat man natürlich auch Daten wie Verbrauch, Strecke, Geschwindigkeit, Statistikdaten, falls euch das interessiert, und natürlich auch die Wartung wird in dieser App angezeigt. Vielleicht noch zwei Details und ich könnte noch eine halbe Stunde über die MP3 reden. Zwei Details, die auch neu gelöst wurden. Wir haben einen neuen Handbremshebel im Aerodynamik-Stil, sehr, sehr schön gemacht, Metall. Und der Tankdeckel geht jetzt endlich elektrisch auf. Es gibt also keine Fummelei irgendwo. Topspeed ist um die 150 km/h bei dieser 530er MP3. Das heißt, ihr bewegt euch sowieso schon im illegalen Bereich auf den Autobahnen, wenn ihr das Fahrzeug voll ausfahrt. Bedeutet aber auch, ihr habt enorme Reserven. Ihr könnt es überholen, ihr könnt es auf die Überholspur. Ihr werdet von Autos nicht bedrängt, könnt Lkw locker
locker überholen. Das ist alles überhaupt kein Thema. Landstraße auch nicht. Genug Kraft, genug Saft. Bequem ist das Fahrzeug. Sie hat eine neue Sitzbank bekommen. Man sitzt extrem bequem, nicht nur der Fahrer selbst, sondern auch der Sozius oder die Sozia. Noch ein Wort zu den Preisen. Ich lese es einfach runter, wie es ist. Die 530er Exclusive, so wie sie da steht, kostet 13.599. Die 400er Sport kostet 11.300. Und das Basismodell kostet 10.800. Mein Resümee und auch ein wenig die Bewertung der Preise. Wir befinden uns hier im absoluten Top-Segment der Gran Turismo-Roller. Es gibt wenig vergleichbare Produkte am Markt. Zahlt sich die 530er im Vergleich zur 400er aus, obwohl wir ja wissen, dass der 400er Motor doch sehr gut geht und der Unterschied, den die Zahlen darstellen, vielleicht nicht so eminent ist, wie es ausschaut. Ich bin jetzt die 530er gefahren, sie hat einen neuen Motor, sie hat mehr Hubraum, sie hat einen stärkeren Motor mit mehr Drehmoment und hat dadurch wieder ein wenig Abstand gewonnen gegenüber der 400er. Also zu den Modellen, wenn schon, denn schon, greift ins Volle, gönnt euch alles. Wer sich einen solchen Roller kauft, muss auch genug Geld haben. Es ist kein wirklich günstiges Spielzeug, nein, es ist ein Fahrzeug, das im Stadtverkehr und im Commuterverkehr in die Städte und aus den Städten wieder heraus ein Auto ersetzen kann. Der Windschutz ist hervorragend, auch der Schutz der Beine ist hervorragend. Die Kraft der 530er ist mehr als ausreichend, um auch auf den Autobahnen zu bestehen. Aus meiner Sicht gibt es zwei schlagende Argumente, sich dieses Fahrzeug zu kaufen. Erstens einmal Sicherheit auf einem Roller, zwei Räder an der Vorderachse. Punkt Nummer zwei. Dieses Fahrzeug ist mit dem B-Führerschein zu fahren. Ihr braucht keinen neuen Führerschein. Ihr steigt einfach aus eurem Auto aus und auf diesen Roller auf. Das ist ein Unikat sozusagen. Es gibt wenig Konkurrenz dazu. Jeder andere Gran Turismo-Roller mit zwei Rädern kann nur mit einem A-Schein gefahren werden. Das waren die objektiven Argumente für eine Piaggio MP3. Es gibt aber auch subjektive. Mir macht eine MP3 enorm viel Spaß, souverän wie in einer Luxuslimousine durch und um Wien herumzugleiten, ausreichend Platz zu haben für die Sachen, die ich einfach mit habe, ein Mobiltelefon, Kamera, noch eine Jacke und ähnliche Dinge. Ich kann also jedem und jeder einfach nur mal empfehlen, geht zu eurem Piaggio-Händler, ihr müsst es nicht kaufen. Ja? Ihr macht euch einen Termin aus und sagt, ihr wollt einmal eine MP3 fahren. Probiert es aus und schaut, ob das auch ein Ersatz für euer Auto sein kann. Ihr könnt Vernunft und Wirtschaftlichkeit verbinden mit täglichem Fahrspaß. Und genau das genieße ich an der Piaggio MP3.